Willkommen Leute zur zweiten Folge Minecraft Elements. Ich stream ja gerade ziemlich viel und habe schon einiges erreicht. Wir sind jetzt hier auch gerade beim Kelp Villager angekommen, aber darum geht's nicht. Es gibt hier ein Bücherregal, das ist nicht gefüllt. Und ich würde dieses Bücherregal gerne füllen, weil ich glaube, da ist ein Secret dahinter. Und meine Mission wird es jetzt einfach in dieser Folge sein, dass hier zu füllen. Ich brauche 6 Bücher. Es gibt die Variante, ich gehe hier zu einem Villager und tue immer 32 komprimierten Seetang, um hier ein Buch zu kaufen. Ich kann keine Bücher angeln, beziehungsweise ich glaube, das ist ziemlich selten. Es gibt einen Sky Shop, wo die Leute im Sky, in der Sky World, verzauberte Bücher verkaufen können, jetzt sozusagen. Es kostet aber Level. Und ich habe nichts im Angebot. Also Sebo ist im Sky. Merle hat jetzt gerade erst begonnen. Deswegen ist meine Methode, ich gehe hier in den Nether. Und dann haben wir hier nämlich im Nether einmal eine Goldfarm, die überragend gut funktioniert. Und da bin ich jetzt gerade eben am Goldfarm. Ich zeig's euch, wie easy die funktioniert. Und darüber versuche ich dann auch einen Piglin zu bekommen. Und Piglins traden bekanntlich, richtig, Soul Speed Bücher, wenn ich mich nicht täusche. Und das werde ich versuchen jetzt hinzubekommen. Also ihr seht hier gerade auch die ganzen Schwerter, die hier noch rumliegen. Guck mal, also da bekomme ich ziemlich schnell Gold ran. Und wir sehen uns, wenn wir uns ans Traden machen zum Piglin. So, wenn wir jetzt hier mal gucken, ich habe 62 Goldbarren. Wir gucken jetzt mal, wie viel wir da rauskriegen. Ich muss jetzt erstmal einen Piglin spawnen. Aber das sollte auch kein Problem sein. Da weiß ich, da habe ich eine Spawn-Plattform. Das sollte gar kein Problem sein hier im Nether. Ich habe eine Goldrüstung an, das sollte mich nicht killen. Und dann heißt fett traden. Es ist richtig einfach. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie wir das machen. Ich habe hier meinen Wassereimer. Ich habe ja hier so eine Spawn-Plattform theoretisch erschaffen. Letzte Folge müsst ihr euch reinziehen. Die habe ich jetzt aber hier wieder protected. Und dann machen wir einmal hier das Wasser weg. Und dann laufen wir weg und lassen da den Piglin mal spawnen. Einfach hier zu diesem Villager laufen, umdrehen, wieder hinlaufen. Ist schon was gespawnt? Nein. Nochmal weglaufen. Nochmal hinlaufen. Jetzt ist ein normaler gespawnt, also ein Zombie-Fight. Nochmal weglaufen, kurz warten, kurz warten, kurz warten, kurz warten. Wieder hinlaufen. Immer noch keiner gespawnt. Jetzt sind es 2 sogar. Nochmal weglaufen. Das ist jetzt der Vorführeffekt, meine Freunde. Achtung, und wieder hinlaufen. Jetzt einer gespawnt. Nein. Mann! Aber es ist ein Gas gespawnt. Oh. So, den erledigen wir schnell. Bam, nice. Immer noch kein Piglin gespawnt. Das ist ein bisschen doof jetzt. Das Gas spawnt, das ist nicht so toll. Aber solange die dann nur auf mich feuern und nicht auf die Farmen oder so, ist mir das egal. Jetzt ist einer gespawnt, geil. Okay, dann kann ich wieder hingehen und das Ganze entschärfen. Der wird jetzt immer mit mir Gold traden. Hier. Oh mein Gott. Wollte der mich hitten? So, guck mal, hier können wir das Ganze entschärfen. Und dann kann ich jetzt mit dem hier traden. So, wo rennt er denn hin? Bro! Leute, ich habe schlechte Nachrichten. Also, es ist nicht mal ansatzweise ein Buch gedroppt. Aber ich glaube, die droppen doch Bücher eigentlich. Aber es kann halt auch sein, dass Spark das rausgepatcht hat. Dass hier gar keine Bücher kommen. Das wäre natürlich sehr dumm, aber wie finde ich heraus, dass es so ist? Wo ist der Gute jetzt hingelaufen? Ach, da hinten. Alright. Komm her. Ich trade jetzt noch die letzten hier, aber da kommt gar kein Buch raus. Also es lohnt sich gar nicht, hier rüber Bücher zu gehen. Also ich weiß, es gibt halt die 1, irgendwas prozentige Chance. Ich habe es gerade nochmal aufgemacht, ein verzaubertes Buch zu bekommen. Aber ich glaube fast, dass Spark das rausgenommen hat. Und ich dann mich hier ins Unendliche traden würde. Aber ich brauche 6 Bücher. Definitiv. Ich versuche jetzt mein Glück bei Sebo. Sag ihm das nicht. Ich gebe dir alles. Sag ihm das nicht. Stopp. Oh, du gibst mir alles? Oh, geil. Stopp. Sei erstmal ruhig. Nichts.
Moin, grüß dich. Ich wollte mal ganz kurz, du bist Polizist, oder? Auch Polizist, ja. Ja, ich wollte Anzeige erstatten wegen Belästigung. Also ich habe der Fuchsel schon ein paar Mal einen Korb gegeben. Also ich habe ihr schon öfters mal einen Korb gegeben. Das ist Basti, bild dir nichts ein. Und sie kann das nicht akzeptieren. Okay, ich sag so, für ein Stack Bone Meal gehe ich der Sache nach, ansonsten können wir da jetzt nichts machen. Ich farm dir gleich Bone Meal, ja? Okay. Okay, und dann gehe ich der Sache nach. Genau. Ja, also ein Block, ne? Ein Block, Block. Wie ein Block. Ja, einen Block. Wie Sido gesungen hat. Einen Block halt. 9 Stacks will der. 9 Stacks Knochen. 9? Also 9? Okay, Also ich, guck mal, du musst überlegen, ich habe das komplette Monopol im Sky, ja? Also Bücher und so nur über mich und ich bin der einzige Polizist. Ja, das ist halt blöd. Ja. Ja. Aber ich kann der Sache nachgehen, das ist kein Problem. Also, aber die Bezahlung muss halt stimmen. Da, darf ich interessenshalber mal fragen, wie viel kostet ein Buch? Der ist unterschiedlich, nur. Von 200 bis 500, ne? XP. 200 bis 500, also 200 ist das billigste. Richtig, ja. Das heißt, warte mal, für 6 Bücher 1200 Level, richtig? Richtig. Scheiße, Mann. Kriegt man Bücher nur bei euch? Alter, nimm deine Griffel aus meinen Kisten! Guck doch nur rein, Mann! Ich brauche Bücher! Nee, hier wird nichts geguckt! Aber ich brauche normale Bücher. Ganz, ganz stinknormale, nicht mal verzauberte. Ja, die hab ich doch nicht. Ja, das ist scheiße. Er muss die Kühe schlachten gehen, ein bisschen Zuckerrohr anpflanzen und dann. Es gibt kein Zuckerrohr. Leder hab ich. Ja. Gibt's Zuckerrohr? Ich, Fuchs, lass uns Zuckerrohr. Weiß ich doch nicht. Warum fragst du mich? Du redest doch so gern mit mir. Also, Sebo. Ich habe hier eine Lebensfrucht. Mhm. Weißt du, was das ist? Die habe ich auch. Die schenke ich dir umsonst, wenn du mir 6 Bücher organisierst. Ich kann dir keine 6 Bücher organisieren. Ich gebe dir sogar mehr als das. Und Netherquartz. Ich brauche 6 Bücher, egal welche. Ich hab doch. Wir haben kein Zuckerrohr im Haus. Wir haben sowas hier noch nicht. Da kommt wahrscheinlich. Die Verzauberten. Ja, dann das sind 6 Bücher. 6 mal 2 sind 1200 Level. Wie schnell kriegst du die hin? Was brauchst du? Oh, Knochenmehl, ne? Aber das Dumme ist, ihr gebt mir Knochenmehl und euch gebe ich das umsonst. Versteht ihr? Das ist dumm. Das heißt, wenn ihr das wollt, dann muss Knochenmehl plus extra was, weil sonst ihr gebt mir Knochenmehl, damit ich mich dann eine Stunde hinstelle. Nee. Ich komme ja aus dem Nether und der Nether-Shop ist richtig krass. Da gibt's dann Ancient Debris. Ich habe ihn zwar noch nicht freigeschalten, aber ich arbeite dran und dafür brauche ich Bücher. Mhm. Also es wäre im Prinzip eine Investition in mich. Ja. Das funktioniert so noch nicht. Aber deine Lebensfrucht, die sieht lecker aus. Dafür würde ich eventuell tauschen, wenn du mir Bone Meal und die Frucht gibst. Dann für 6 Bücher. Ja. Okay, ich gebe dir die Lebensfrucht jetzt und jetzt farm ich dann Bone Meal ein bisschen. Dann holst du mir 6 Bücher. Deal? Alles klar. Bitteschön. Deal. Was brauchst du? Knochen. Ich bin aber gleich fertig. Ah, okay. Gut. Ich brauche noch 60. Warte mal, dann gebe ich dir hier die schon mal, die ich eingesammelt habe. Bitteschön. Dann geht's schneller. Okay, danke, danke, danke. Okay, du kannst hin, bin fertig. Danke. Danke dir. So, guck mal, wie schnell das geht. Ich klatsche hier einfach die Mobs down und dann habe ich gleich einen Stack Knochen. Base möchte, dass sie in die Gruppe geht. Was los, Base? Hey, Basti, was genau brauchst du hier gerade? Ich brauche noch 8 Knochen. Ah, okay, 8 Knochen. Gut, gut. Dann ich brauche gerade 6 einfach nur. Ich hab's gleich. Okay, perfekto. Sonst hätte ich dir das ein bisschen überlassen. Alles gut, geht ja. Das mit den Knochen geht ja relativ schnell. Das ist richtig. Kannst gleich loslegen. Kann dir empfehlen, den Loot auch genauer anzuschauen, den die Sachen hier, die Mobs hier droppen. Ich habe nämlich mittlerweile ein Looting-Schwert. Ja, das ist übel geil. Nur habe ich mich jetzt erstmal auf die Sachen konzentriert, die ich tatsächlich auch brauche. Ja, hätte ich vorhin auch machen sollen. Ja. Ich habe 2 Gravitationssteine ins Wald geworfen. Was? Ja. Kurz mit, Adventure Bone, Gunpowder verwechselt. Upsi. Oh, das ist bitter.
Ja, aber ich hab schon wieder 9. Ich hab grad den Deal meines Lebens mit Sebo am Laufen. Ich verrate aber noch nicht, was ich geplant habe. Vielleicht komme ich nochmal auf dich zurück, weil du bist auch immer genial. Ich will erstmal gucken, ob meine Theorie stimmt. Ich habe nämlich was richtig Cooles entdeckt. Und wenn das ein Secret ist, dann weihe ich dich ein, okay? Secret? Ja, ich glaube, es ist ein Secret. Es kann eigentlich nur eins sein. Oh, cool, okay. Dann bin ich gespannt. Bin mir eigentlich sicher. Bis später. Sebo. Ja, ich bin hier. Du wolltest ein Stack Bone-Blöcke, richtig? Ein Stack Bone-Block, ja. Bitteschön. Alter, und was soll ich jetzt für dich tun? Ich brauche einfach nur 6 Bücher. Egal welche. Egal welche Verzauberung, die billigsten am besten. Okay, und die Lebensfrucht war dann, ne? Ja. Die habe ich dir schon gegeben. Ja, genau, bringe ich dir gleich, ja? Du bringst mir gleich, okay, dann... Jo, bis gleich. Ich warte hier. Was glaubst du, wie lange brauchst du ungefähr? Gib mir 15 Minuten oder so, okay? Alles klar, ich stell mich hier hin. Ja, okay. Ja, ich stehe AFK, alles gut. Ich hab deine Bücher, komm mit! Hey, Sebo, du bist der Wahnsinn! Hey! Also, Bone Meal kann ich dich immer unterstützen, ist das richtig? Ja, Bone Meal brauche ich genug jetzt. Okay, super. Also, ich danke dir vielmals, Ja, ich hab zu danken, lass dir was! Dankeschön! Nice, jetzt können wir den finalen Test machen. Guck mal, ich mache alle 6 Bücher mal hier unten rein. Ich bin eigentlich da, ich glaube wirklich, dass ich da was Großem auf der Spur bin. Es sei denn, guck mal, wir checken mal hier. Hier gibt es auch noch leere Bücher. Da weiß ich aber nicht, ob ich die wieder rausholen kann. Ob das auch ein Secret ist, ich weiß es nicht. Aber irgendwie, das schreit halt nach Secret. Guck mal. Guck mal, kann ich hier die reinmachen? Bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum passiert nichts? Bitte. Vielleicht ist es irgendeine wilde Kombination. Ich weiß es nicht. Mann. Ja gut, Leute, ein Secret habe ich nicht entdeckt, dafür hattet ihr ein weiteres Video. Ich bin jetzt ein bisschen traurig und ich habe jetzt meine Effizienzbücher und guck mal, was ich damit anfangen kann. Haut rein, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Ciao!